Das freut mich außerordentlich und ich nehme mal an, ich komme in die Ferdinandstraße, trinke meinen Kaffee übrigens rehbraun und linksdrehend. Basta! Hallo, mein Name ist Jörg Knörr. Sie kennen mich, vielleicht vom Fernsehen, aber vielleicht waren Sie auch schon in einem meiner vielen Bühnenprogramme. Und ich dachte bisher immer, die schönsten Zeichnungen sind die Auszeichnungen. Aber das stimmt nicht. Die schönsten Zeichnungen sind die, die anderen Menschen Freude machen. Meine Knörrikaturen. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, aber ich kann meine auch sprechen lassen. Ja, mit Heinz, da klappt die Chose. Na, wenigstens für Quatsch mit Soße, nicht? Mein Limoncello ist nicht ohne und es duftet nach Zitrone. Interessant ist, Loki und ich werden zeitlebens getrennte Aschenbecher. Auf der Bühne war das Zeichnen schon immer ein Teil meiner Show. Egal wo ich bin, ich habe immer einen Stift und einen Block dabei. Im Zug, im Restaurant, so bleibt man in Erinnerung. Und jetzt wird gezeichnet. Falls Sie einen Überblick wollen, dann fragen Sie einfach nach. Hier in der Galerie. Jörg Knörr, herzlich willkommen. Ja, sehr gerne. Auch herzlich gekommen, ja. Wenn ich das mal sagen darf. Das ist toll, dass du morgens um 7 hier schon bei uns aufschlägst. Der Vorteil sind die Parkplätze vor dir, muss man sagen. Ich habe kein Auto. Also ich habe ein Auto mit meiner Frau zusammen. Ja. Ich sage das immer so, weil die Leute immer sagen, ach, er hat kein Auto. Aber es ist mir nicht ganz so wichtig. Ich lasse dann auch fahren. Ich finde das so schön hier. Ich sehe das ja schon hin und wieder. Und wenn du sagst, dass ich so früh bin, das ist so ganz neue Senioren-Timing. Ne? Ich stehe um 5.30 Uhr auf, sogar wenn ich war gerade mit meiner Frau 10 Tage in Südtirol. Man könnte ja lange ausschlafen, das tun wir aber nicht. Ich bin so ein früher Vogel. Ich finde auch jetzt gerade so toll. Es wird hell. Oh, herrlich, das Taxi hat noch keine Staus vor sich. Der Fahrer ist gut gelaunt, hoffentlich. Die sind meistens gut gelaunt. Ja. Es kommt doch immer darauf an, wie du mit denen umgehst. Das ist ja das Prinzip. Ich habe zugehört bei der, du hast den Senat schon gegrüßt. Ja. Und da fehlen ja so Leute. Ich meine, wir haben ja noch ein paar gute Politiker, die aber AD sind, wie ein Herr Donani. Aber Helmut Schmidt hätte was zur Kühlbrandbrücke gesagt. Er wollte ja mal Städtebauer werden. Ja. Helmut hätte gesagt, die Verbindung A nach B, die tut schon bald dem Konto weh, doch gibt's dann auch eine Haushaltslücke, dafür bräucht man dann auch eine Brücke. So, das waren die weisen Worte, ohne Zigarette. Wobei man sagen muss, ich würde mir so sehr wünschen, dass ein Mensch mit so einer Ausstrahlung und ein Mensch mit solchen klaren Botschaften wieder zu uns auf die Erde kommt. Es ist Ostern, wäre eine Chance. Der Helmut hat immer gesagt, 2 Kriege habe ich überstanden, die Sturmflut gut in den Griff gekriegt. Ich würde auch wieder bei euch landen, nur mit 3G, das schafft ich nicht. War nicht geimpft und nicht genesen, war nicht einmal im Lockdown.
drin war immer nur ein G gewesen, geräuchert und das ziemlich schlimm. Den habe ich übrigens als ganz oben bei mir in meinen 70 Prominenten, die ich parodiere, und habe ihn auch gezeichnet in einem Aschenbecher. Wir reden gleich bestimmt über meine Altersbeschäftigung. Meine Frau ist so glücklich, dass der alte Mann nicht zu Hause von Applaus träumt und von verpassten Fernsehkarrieren und so. Das hat mich jetzt wirklich kuriert, dass ich jetzt eine Leidenschaft, die immer schon da war bei mir, dass die jetzt auch eine Bühne bekommt. Ja. Und ich möchte mal sagen, ich koche gerne. Ich bin einfach gerne zugewandt, weißt du? Ich bin auch aber gerne... Du kochst gerne? Ich koche gerne. Pass ich, auf, ja. Du kochst gerne und du malst gerne. Ja. Die Frage ist, wann dieses Kochbuch mit diesen... Was? Wann dieses Kochbuch kommt mit den Bildern drin, mit den gemalten Bildern. Nein, das würde ich nicht tun. Also ich bin jemand, der nicht, das finde ich aufdringlich, weil ich mache das ja für andere, immer exklusiv. Das verliert sich dann. Ich könnte, glaube ich, auch eine sehr spannende Biografie schreiben, aber wer will das? Ja? Ich finde nicht, manche Dinge verlieren ihren Charme, wenn man sie merkantilisiert, wenn man sie zum Geschäft macht, dann verlieren sie ihre Unschuld. Das Kochen hat den Charme, dass es nur meinen Freunden und mir gehört. Aber jetzt lass uns doch mal ein Spiel machen. Bitte. Und zwar jeder von uns erzählt jetzt, und damit du mehr Zeit hast zum Überlegen, muss ich anfangen. Das hat mal Biolek zu mir gesagt übrigens. Weil du bist ja der Kreative, du musst anfangen. Was hat er gesagt? Biolek hat gesagt, du bist ja der Kreative, du musst anfangen. Deswegen würde ich sagen, dass jeder von uns erzählt jetzt eine Geschichte, die in dem Buch drinstehen würde und wo die Leser sagen würden, das habe ich gar nicht gewusst. Ach, da gibt es ganz viel. Okay, ich erzähle eine. Ja, bitte. Sehr. Ich habe mit meinem Vater, mein Vater ist Schauspieler, Tatortkommissar, alles was dazugehört und so. Michael Douglas. Michael Douglas Stimme, genau. Und mein Vater hat irgendwann zu mir gesagt, wer ins Fernsehen will, der muss eins ganz hart arbeiten. Ins Fernsehen kommen nur die Menschen, die wirklich ganz hart gearbeitet haben. Das war eine Reflexion über sein eigenes Leben. Der war Bühnenschauspieler, hat unter Gründgens gelernt und so weiter und ist dann irgendwann Tatortkommissar im Fernsehen gewesen und Schwarzwaldklinik. Und da habe ich zu ihm gesagt, ich glaube, und das war Anfang der 80er Jahre, ich glaube, jeder Depp kommt ins Fernsehen. Und da haben wir gewettet um 100 Mark. Und ich sage es gleich vorweg, den Gag, ich habe die 100 Mark nie bekommen. Ich habe aber auch nie danach gefragt. So. Und dann habe ich eine Anzeige geschaltet hier im Hamburger Abendblatt. Ja. Wir beschaffen Ihnen Ausreden. Erster Hamburger Ausredenservice. Und ich Vollpfosten habe meine private Telefonnummer da unten angegeben. Man muss ja eine Telefonnummer angeben, doch. Dann habe ich diese Anzeige also ausgeschnitten und habe sie an alle Zeitungen geschickt in Hamburg. Dann habe ich diese Artikel, ich habe ganz viele Artikel bekommen, Hamburger Ausredenservice, was erlaubt sich der Mann und so weiter, die habe ich ausgeschnitten und habe die an alle Illustrierten geschickt. Die Artikel, die ich dann bekommen habe, vom Stern und ich weiß nicht, was alles war, habe ich ausgeschnitten und an alle Sender geschickt. Und dann habe ich ein Jahr lang davon gelebt, im Fernsehen zu sein. Und zwar Anfang der 80er Jahre, das war 84, 85, 86 in diesem Dreh. Und unter anderem war ich dann eingeladen bei Biolek. Und dann passierte Folgendes, dann saßen wir da auf diesem Pult. Mensch Meier war die Sendung. Ja. Falco war an der Veranstaltung auch dabei. Den ich hinterher übrigens, tolle Geschichte, wie ich mit dem dann zusammengekommen bin. Auf jeden Fall, Falco war auch dabei und das war ein toller Abend. Und dann war irgendwann dieses Kreativspiel. Mhm. Und dann sagte Biolek folgenden Satz. Ja, und jetzt haben wir ein Kreativspiel. Ich darf das Publikum mal bitten, sagen Sie einfach 5 Worte. Ganz besonders exotische, willkürliche Worte. Das tat das Publikum. Es waren Worte wie Elefantenohr, Mäusemelker, Pappmaché-Theater, Setzei. Das weißt du noch alles. Das weiß ich noch alles. Ja, ich weiß den 5. jetzt leider nicht mehr. Ja. Auf jeden Fall sagte er dann, und dann sagte er plötzlich zu mir, und Boris ist ja unser Kreativer, der fängt an, daraus musst du eine Geschichte machen. Und dann habe ich in die Kamera, ich weiß noch genau, wie es war, ich habe in die Kamera geguckt und habe gesagt, der Mäusemelker, das war der mit dem Elefantenohr, traf den, jetzt kommt dieser, ein anderer Charakter, dessen Namen ich nicht mehr weiß, auf der Toilette des Pappmaché-Theaters. Er legte gerade ein Setzei. Daraufhin ist das gesamte Publikum zusammengebrochen. Biolek hat wie ein Taschenmesser sich geknickt. Sie haben sich totgelacht. Großartig! Sowas kann nur ein Kreativer. Sie sind ein Großartig. Sie müssen noch an Ihrer Persönlichkeit arbeiten. Der hat er mir immer gesagt. Biolek ist übrigens mein Entdecker. Das, um mal gleich mit ernsthaft? Ja. Ich war 1975 Kandidat bei Rudi Carrell. Ja. Und er war Produzent. War das lastig? Nein, noch davor. Noch die Uli Carrell Show. Ja, wo gut, hier sind sie wieder 8 Kandidaten am laufenden Band. Ja, und da kamen wir.
Und ich war mit meiner Mutter in Bremen und da habe ich, ich sage immer, ich habe da Blut geleckt. Ja. Und als ich nach Wuppertal zurückkam, habe ich wie ein Kind geheult und gesagt, so was Schönes. Ich hatte einfach gespürt, den Puder von der Maske, den habe ich im Zug noch immer noch mal gerochen, weil ich dachte, das ist Fernsehen. Ja. Diorissima Nummer 10. Das, ich weiß sogar noch, wie der Puder hieß. Ja. Ich wollte einfach, oh, sag, das will ich jetzt immer haben. Herrlich. Ja? Und na gut, also inzwischen hat man, bin ich schon 1000 Mal gepudert worden. Und ja, die Geschichte, die, es gibt ja viele Geschichten, die man nicht weiß. Witzigerweise auch welche, die man wissen könnte. Zum Beispiel, dass ich 7 Jahre die Stimme von Loriots Figuren war, auf seinen Wunsch. Mhm. Und jeden Monat, und das war, ist eine meiner Erinnerungsschätze, ich war einmal im Monat immer bei Loriot zu Hause. Nein. Im Keller. Der hatte da sein Studio. Ja. Und er wollte eigentlich, er war schon so in meinem jetzigen Alter, ja, über 60, und dann hat er wollte er nicht mehr diese Tiere sprechen. Das war so für ihn so eine banale Arbeit. Und da war ich einer der wenigen Parodisten. Ja. Die gab es ja früher noch nicht. Und die hat er gedacht, 4 Tage, dann hat er es drauf. Ich hatte in 4 Stunden 6 Folgen gesprochen. So, mit so viel Genialität, in Anführungsstrichen, hat er gar nicht gerechnet. Und dann, er war, am Anfang hat er immer auf jede Zeile, dann war ich Wange an Wange mit ihm im Studio. Ja. In dem Aufnahmeraum, wenn er seinen Mund bewegte, war so eng, dass, wie, weißt du, bei diesen Synchrondingern, ja, ja, mein Mund bewegte sich fast mit. Und er sagt, sagen Sie einmal genau. Ich sage, genau. Nein, nein, es heißt nicht genau, es heißt genau. Ach so, nein, nicht ach so, es heißt genau. Ach ja. Und es war dann, hallo, wir sind's, Bob und Wendelin. Und leider habe ich dieses Lied nicht gesungen, das, ja, war ja Platz 1. Ne? Ja. Ich wünsche mir eine kleine Miezekatze. Aber natürlich gibt es auch Geschichten, die man nicht erzählen möchte, weil sie so banal sind. Ich bin tatsächlich mal von, übrigens von darf man das sagen, einem WDR-Unterhaltungschef. Auf jeden Fall darf man das sagen. Der ein bisschen verzaubert war, ja, um das mal so zu sagen. Ja. Aber das habe ich da nicht in Zusammenhang gebracht. Der sagt, ich habe Figaras gemacht. Ich habe da so eine Sauna, die hat 20 Jahre, feiern die Jubiläum. Und ich hatte damals so ein Programm, so ein bisschen Rex Gildo, ein bisschen, ja, das, Starparade, ne? Ja, sagt er, da kannst du auftreten, gibt so und so viel Black. Ne? Ja. Na gut, ich bin in die Sauna, da war schon Buffet aufgebaut und war noch keiner da, nachmittags. Ich mache meinen Soundcheck. Ja. Ne? Fiesta Mexicana und so. Und ich denke an, wenn die Mädels kommen, ich hatte immer eine Rose, dann habe ich die überreicht. Die war immer so auf gemischtes Publikum. Ja. Dann habe ich mich zurückgezogen, dann sagt er, jetzt ist, die Leute sind alle da. Da war so dieser Raum, wo die alle so sitzen, wie die römischen Senatoren, ja, mit Bade. Ja. Nur Männer. Ich war... Nach ungefähr 5 Minuten habe ich gemerkt, ich bin in einer Schwulensauna. Was ja nicht schlimm ist. Nur meine Nein, ganze. Toll. In aber Köln? Meine, oder wo war das? In Köln? Nee, es war so irgendwo Richtung Westfalen. Ah. Ich war da nie wieder. Ja. Und ich habe dann tatsächlich, das Schlimme war, dass ich nicht so locker wie heute, ich war, damals hatte ich so eine Routine, die immer drauf aus war, 5 Nummern nur für die Mädels. Ja. Und da ging ich auch hin und machte alles, was ich mit Frauen gemacht habe, habe ich mit diesen Männern gemacht, wo ich mal sagte, bitte. Entschuldigung. Die Gleichberechtigung, Gleichberechtigung. Ja, war ja auch gut. Ja. Hinterher wollten die noch, dass sie mit in eine Bar kommen. Da bin ich auch mit hingegangen. Ich war halt neugierig. Aber ich hatte noch nie ein so nacktes und homogenes, ja, Publikum, ja, wie damals. Aber ich, heute, aber es sind ja tolle Geschichten. Ja, aber davon gibt es viele. Helmut, ja, Schmidt beispielsweise, um mal zum Zeichnen zu kommen. Ich hatte damals, sie hatte so eine Galazeit, wir kennen uns übrigens sehr, sehr lange schon. Und ich war so ein bisschen der Industriekasper. Ich, ja, ich habe keine Firma ausgelassen. Und dann gab es früher noch eine erste Klasse in der Lufthansa. Und die wurde immer im vertraglich bedingt für Herrn Knörr. Ne? Mit Rauchen? Mit Rauchen weiß ich nicht. Doch, es gab Rauchen. Früher, ja, durfte man rauchen. Aber raten, neben wem ich saß, Helmut Schmidt. Nein. Und ich habe, und jetzt komme ich zum Zeichnen. Das Zeichnen war bei mir immer auch eine Brücke zum anderen, weil ich eigentlich ein schüchterner Mensch, ja, bin. Und auch eine unaufdringliche Art. So habe ich meine Frau auch kennengelernt. Ja. Ich zeichne, der andere hat das Gefühl, dass ich mich mit ihm beschäftige, dass er wichtig ist für, mhm, mich. Und ich denke, Helmut Schmidt, mit dem möchte ich eigentlich reden. Er war aber so vertieft in seine Zeitung. Ich denke, jetzt machst du das Ding. Und ich hatte nichts zum Zeichnen. Ich habe ihn auf die Kotztüte gemalt. Nein. Und habe ihm das dann so einfach so hingegeben, ohne ihn anzugucken. Ja. So viel Respekt. Dann guckte er mich an. Haben Sie das gerade? Ist das Ihr Hobby? Ich sage, ja. Ich sehe ein bisschen zerknittert aus. Ich sage, das ist nur die Tüte. Und dann haben wir 2, 3 Sätze gewechselt.
Und davon gibt es unendlich viel Geschichten. Das Tolle ist, dass dann haben wir eine, sozusagen eine Gemeinsamkeit, denn ich habe es bei Herrn Schmidt richtig verkackt. Nein. Richtig. Ich war mit einem, im Prinzip mit einem Fernsehteam, also andersrum, man hat zu mir gesagt, hast du Bock mitzukommen? Wir drehen bei Helmut Schmidt und ich hatte Bock mitzukommen. In dem Bungalow. Ja. Und ich hatte definitiv Bock mitzukommen und da waren so ein paar Journalisten mit dabei und das war alles Hochkaräter. Also war wirklich nur Hochkaräter und das war eine unglaublich geheimnisvolle Stimmung und dann ging man da rein und dann saß man da so im Halbkreis mit, ich weiß nicht, 8, 9, 10 Leuten. Und ich saß mittendrin und war auch ganz aufgeregt und habe auch gut gelaunt. Ich bin ja jemand, der, wenn ich aufgeregt bin, bin ich ja extrem gut gelaunt und bin also positiv. Und dass ich so einen Menschen treffen darf, das war für mich das Größte. Naja, und dann war diese Runde, wurde also politische Fragen erörtert und sowas alles. Und dieses Team hat das gefilmt. Und ich hatte nichts zu sagen und ich war nicht wichtig und gar nichts. Und dann fragt er, hat noch jemand eine Frage? Und ich weiß gar nicht, was über mich gekommen ist. Ich, Vollidiot, habe irgendwie mich berufen gefühlt, was zu fragen. Und habe dann gesagt, ja, und er, bitte. Und jetzt aber. Dann habe ich gesagt, warum rauchen Sie Mentholzigaretten? Was für eine gute Frage. Und dann hat er mich gefragt, ist das ernst gemeint? Ja, klar. Und dann habe ich gesagt, ja, ich wollte mal fragen. Und was war die Antwort? Und dann hat er gesagt, ich mache das schon immer. Das war's. Das war's? Ja, und alle in der Runde waren total entsetzt, wer diesen Vollpfosten mitgebracht hat und so eine Frage stellt. Ja, aber trotzdem. Es ging um Weltpolitik, es ging um ganz große Konflikte. Doch, und warum man immer Cola trinkt und so. Ne? Diese Mentholzigaretten. Bei uns war nämlich so, dass der Grund dieser Frage war, jemand, der Mentholzigaretten raucht, war jemand, der nicht anderen Zigaretten abgeben wollte. Weil ja nur die wenigsten Mentholzigaretten mochten. Genau, richtig. Das war eigentlich, ich wollte es jetzt nicht so weit treiben. Aber du hast gedacht, das wird sein, ne? Hatte die Wohnung Rauchmelder? Nein, ich glaube kaum. Nein. Zu der Zeit noch nicht. Nein. Genau. Aber er hat 200.000, also auf jeden Fall in dieser Dimension, Menthol, als die Firma Reynolds hat das gemacht. Und die wurden ja, die gab es dann nicht mehr. Und er wollte, akzeptierte auch keine von, gibt ja auch von Marlboro oder anderen. Nee, er wollte aber genau die. Und deswegen hat er sich dann einen Bestand von 200.000 Packungen oder Zigaretten im Keller gehortet. Nein. Das ist so. Das wäre ja heute ja Special Interest. Ja, Special Interest, genau. So ist das. Genau. Es gibt eine weitere wunderbare Rauchgeschichte. Kennst du John de Mol eigentlich? Hast du mit dem mal getroffen? Ich habe seine Biografie zu Hause. Und jetzt lach nicht auf Holländisch, weil ich spreche perfekt Holländisch. Ja, ich spreche leider uns. Ja, sehr gut. Ah. Ja. Und zwar wirklich, wo ich dachte, eigentlich, meine Frau wird es mir verzeihen, weil ich das so gerne spreche. Das Einzige, wo ich sage, das wäre noch geil, wenn ich eine Frau hätte, mit der ich so Holländisch sprechen kann. Ich liebe diese Sprache, ich bin dann gleich zu Hause. Man kann sie ja tatsächlich gut verstehen. Also ich habe ja bei Endemol lange gearbeitet, man kann sie gut verstehen. Ich habe ein wunderbares John de Mol-Erlebnis, auch das würde in meinem Buch stehen, aber es würde keiner nachvollziehen können. Es wäre auch nicht so toll, wie ich es selber erlebt habe. Aber John ist wirklich Raucher. Und zwar richtig Raucher, wie Helmut Schmidt, der ist Raucher und der raucht und zwar immer und überall. Er fliegt Privatflugzeug, zumindest war das damals so, weil er da bei Start und Landung auch rauchen kann und weil er nicht gerne fliegt. Deswegen fliegt er mit einer Privatmaschine, hat sich ein Flugzeug gekauft. Genau. Und dann war das so, dass eines Tages die Behörden zu Endemol kamen in die Firma, um zu kontrollieren, ob die aktuellen Rauchregeln in seiner Firma eingehalten werden. Dann stehen die in seinem Büro, die sind hochgegangen, stehen in seinem Büro, Zigarette an, so, und dann sagen sie, ja, das ist verboten, hier zu rauchen. Er sagt, das ist mein Büro, wieso ist das verboten? Das ist meine Firma, das ist mein Grund und Boden, das ist alles meins, wieso ist das verboten? Ja, das ist verboten, es gibt hier in Holland neue Gesetze und wenn sie rauchen, müssen sie runtergehen in die Raucherecke, die draußen ist. John de Mol hat an dem Tag gesagt, dann rauche ich nicht mehr. Echt? Und er hat aufgehört. Und keine Strafe gezahlt? Nein. Weißt ja, die Regel heißt, Rauchen kostet viel Asche. Ja. So sieht's aus. Auf jeden Fall. Und dann habe ich gelernt, gestern habe ich das irgendwo gelernt, wusstest du, dass Churchill sich eine Haarnadel genommen hat? Diese Haarnadel. Eine Haarnadel. Ich bin jetzt gerade beim Fetisch. Eine Haarnadel. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Eine Haarnadel, die hat er so, gebogen, hat die in die Zigarre reingesteckt. Weißt du warum? Was könnte es sein? Damit die nicht auseinanderfällt? Nein. Fast. Aber weil die Hitze hat mit Hitze zu tun. Nee. Wir sind gerade bei der Sendung, wo ich noch nie war übrigens. Ne? Da gibt es ja so Sendungen, wo man so was erklären muss. Ne? Also der Grund war, ich sag's dir. Stabilität. Ja, du bist nah dran. Der Grund war, dass er wollte, wenn er mit großen Staatsmännern zusammensitzt. Dass die nicht so aussieht. Er raucht seine Zigarre.
Und dadurch, dass diese Haarnadel drin ist, fällt die Asche nicht runter. Und es war immer so, dass wenn die Asche dann schon mal so lang war, alle permanent auf die Zigarre gestarrt haben. Und hypnotisiert und gesagt, jetzt wird's, genau. jetzt kommt's. Und was passiert denn nicht? Genau, und er hat das deswegen gemacht, weil die Konzentration auf die Zigarre geht und er dann alles Mögliche unterbringen konnte. Finde ich eine super Geschichte. Das haben wir gar nicht gemerkt. Die hätten viel früher mal protestiert. Das können sie so nicht sagen. Aber nein, die Asche ist noch nicht gefallen. Ne? Ja, wie sieht es aus bei dir? Wir haben ja eben ein Thema, ich finde es toll, ihr habt einen super Trailer gezeigt, den habe ich ja gemacht, um meine Bilder ein bisschen lebendiger zu machen. Auch eine ganz verrückte Geschichte. Wie immer in meinem Leben, kann man sagen, ist auch das, was jetzt gerade für mich so ein Geschenk des Himmels ist, durch Zufall entstanden. Ich bin immer auf irgendwelche Ziele zu, auf Türen oder eine Blume, die ich pflücken wollte. Ja. Und die war dann nicht da oder die Türe war zu. Aber es hat dazu geführt, dass ich mich meinen Arsch hochgekriegt habe. Und direkt daneben war die Tür, die mir mein Glück gebracht hat. Die habe ich aber nie gesehen. Die wollte ich auch gar nicht. Durch Zufall, man muss aber immer irgendetwas tun. Ich würde es auch. Und man soll das Universum fragen. Ich habe ja gelernt. Ich bin dabei. Ja? Ich sag das immer. Man muss es laut sagen. Aber und zwar, ich hab, wenn es zum Beispiel um die Frau geht, ich sag dann immer, oder einen Parkplatz, das Universum kann dir helfen. Ja. Aber es braucht Details. Details. Du darfst nicht einfach sagen, bitte, ich möchte wieder glücklich werden. Oder gib mir die Frau, die beschreib sie doch mal. Ja. Es hat keinen Sinn zu sagen, ich will Lottogewinner sein. Ja. Da bist du Lottogewinner mit 3,98. Du musst sagen, ich möchte die 1.462.000 gewinnen. Klare Ansage. Ja, und wenn dich mal jemand oder mich jemand bittet, mal mir doch ein Bild. Ich sage, ja, aber dann erzähl mir was. Ich will genau das malen, was du möchtest. Ja. Das Universum braucht die Details. Angaben, klare Angaben. Also nicht irgendwie, ich möchte einen Parkplatz finden. Nee, mach mal hier, übernächste Straße, rechts da und so. Es funktioniert. Gibt eine zweite Weisheit, da glaube ich auch dran. Und zwar, wenn viele Menschen in die gleiche Richtung denken, ich habe da tolle Beispiele aus dem christlichen Glauben tatsächlich. Mhm. Wir hatten hier eine Dame sitzen, die ich lange kenne, Janine, die sich Königstochter nennen darf, steht sogar im Ausweis. Ach komm. Ja, und die ist sehr gläubig und die hat eine Gemeinschaft. Und zwar von, ich glaube, 20.000, 30.000 Followern. Und die machen Folgendes: im Rahmen des christlichen Glaubens helfen die Menschen, indem sie daran glauben, dass es ihnen bald sehr gut geht. Und tatsächlich haben die eine Erfolgsbilanz, weil eine große Anzahl von Menschen in die gleiche Richtung, das Gleiche denkt, das scheint auch eine Kraft zu haben. Das wird hier eine ganz magische Veranstaltung. Ja, aber es geht eben nichts verloren. Wir dürfen, Hauptsache, ich sage das jetzt wirklich als Wichtigstes für mich, ist immer Hauptsache Bewegung. Stillstand, Wiederholung. Die meisten Menschen wollen immer, die gibt so eine schreckliche Werbung mit Kaffee da. Heißt, was willst du bei Gala, heißt es, glaube ich, dieser Kaffee. Ich möchte nur, dass alles so bleibt, wie es ist. Das ist für mich die schlimmste Vorstellung. Das ist furchtbar. Aber die meisten Menschen, und wieder so ein schönes Wort, ich liebe ja Worte, die so präzise sind. Peter Ustinov, den ich sehr verfolgt habe und auch sehr bewundere, hat mal gesagt, die meisten Menschen verbringen ihr Leben damit, und jetzt kommt das tolle Wort, es zu fristen. Da steckt alles drin. Fristen heißt, dass man eigentlich guckt, dass es möglichst nicht schlechter wird und dass es irgendwie aushaltbar ist. Aber bloß nicht mucken und bloß nicht auffallen und so. Ne? Die Leute sind, wir haben zwar Streiks und so weiter, aber für die richtigen Sachen gehen die Leute leider nicht auf die Straße. Die sind in den 60er Jahren, sind die 100.000 Menschen, ich habe noch Bilder, weil ich ja über sowas auch in meinen Shows rede, gegen den Minirock auf die Straße gegangen. Nein. Doch. Gegen den Minirock. Und heute werden wir ausgezogen. Du hast ja so kleine Andeutungen gemacht, wie unzufrieden man sein kann mit unserer heutigen Regierung und was mit unseren Steuergeldern passiert. Da ist ja mal eine Mauer gefallen, weil einfach genug Menschen gesagt haben, hier ist mal Ende. Ja. Schluss, wir machen das nicht mehr mit. Aber das, und übrigens, das passiert am Ende des Mauerfalls, also kurz vor dem Mauerfall, war es erstaunlich zu sehen, mit welcher Selbstverständlichkeit diejenigen, die bald nicht mehr diejenigen sind, die sie noch waren, immer noch gesagt haben, wir lieben euch doch alle, wir sind doch alle auf dem richtigen Weg, alles wird gut. Und ich beobachte genau die gleiche Bewegung jetzt. Ich habe neulich diesen herrlichen Satz gehört und ich bin froh, dass du dich nicht spezialisiert hast auf die aktuelle Bundesregierung, was das Nachmachen von Stimmen und sowas angeht. Das weißt du ja gar nicht. Nein, es ist mir gar nicht so wichtig, weil ich finde schon, die Realität ist so schlimm, dass man kaum drüber lachen kann. Ist aber wohl wahr. Jemand, der sagt, jemand, der Wirtschaftsminister ist und sagt, der Wirtschaft geht es gut, die Zahlen sind nur schlecht, das ist für mich das absolute Ende. Das ist wie, ich weiß gar nicht, wer es war, war es Honecker oder war es, Mirke war es, ne, der gesagt hat, wir lieben euch doch alle. Ja, ja. Ja, genau. Das ist für mich genau das Gleiche, völlig ab von jeder, von irgendeiner Realität, völlig verstrahlt, Wahnsinn.
Wir haben, ich muss es ganz kurz sagen, wir haben noch Gäste da, richtig? Ja, aber wir haben gar nicht über meine Zeit. Da kommen wir jetzt gleich zu. Ach so, ich wollte nur schon mal organisieren, dass die Gäste schon mal, die Redaktion weiß Bescheid, die Gäste. Ich habe den Herrn schon kennengelernt. Hast du schon kennengelernt? Ja, total gut. Ich wollte nur sagen, dass der Herr verkabelt werden muss. Wir machen hier noch weiter, aber dass der Herr dann fertig ist. Es geht um Hochzeiten. Ja, und ich bin ja dreimal verheiratet. Also du auch. Du auch? Ja, ich auch. Das ist richtig. Ich habe, das hat mit einer, bei dir wahrscheinlich auch, das hat mit dieser Begeisterungsfähigkeit zu tun. Wenn schon, denn schon. Naja, wir ziehen es durch. Weißt du was? Meine Frau muss immer viel aushalten und die weiß auch, wie es gemeint ist. Ich habe dann, sowas sage ich dann auf der Bühne auch, dreimal, die dritte Ehe ist ja die wertvollste, noch wertvoller als die erste, weil wer zweimal vom Hund gebissen wurde und trotzdem wieder ein, der ist tierlieb. Das stimmt. Das ist erstens richtig. Zweitens mal, bei mir ist es noch ganz anders gewesen, weil ich so begeisterungsfähig bin. Kerstin. Ja, Kerstin ist, wir wollen auch nicht durcheinander kommen. Nein. Deswegen haben wir das richtig. Wir haben alles richtig gemacht. Total, genau. ich wollte es ganz kurz noch sagen, das Wichtige ist ja bei diesen Beziehungsthemen, ist ja, dass man, grundsätzlich gilt, man sollte lernen aus den Sachen, die man tut. Total. Und wenn man lernt, dann wird man ja immer besser. Ich glaube auch tatsächlich, dass ich heute ein erträglicher Ehemann bin, als ich früher mal war. Ich würde es einfach mal so sagen. Ich würde es mal in den Raum stellen, selbstkritisch in den Raum stellen. So, und jetzt sprechen wir... Die dritte hat den Benefit, weißt du? Die zwei anderen hätten nur durchhalten müssen. Hätten sie auch so einen ausgereiften... Ja, ja. So ein Menschen, der mit beiden Beinen auf dem Boden steht und sich nichts mehr schert. Aber irgendwann passt es halt, ne? So ist es. Du hast eine Mappe mitgebracht. Ich habe eine Mappe mitgebracht, weil ich ja eigentlich... Du bist Werbekaufmann. Weil der Werbekaufmann... Ich wär's geworden. Ich auch, ich habe gelernt. Ich auch. Ja. Hast du Werbekaufmann gelernt? Nein, aber ich wollte Kommunikation... Ich bin aber im Prinzip jemand, der so denkt. Ja. Denn Verkaufen und Aufmerksamkeit, du darfst nur nicht langweilen. Das alles hat mit Bühne zu tun. Bühne hat die Gesetze, da kann jeder, der ein guter Bühnenpräsenter ist... Ja. Wäre auch ein sehr guter Werbekonzepter. Weil letztendlich die beste Werbung ist die, die uns zum Lachen bringt, wo wir hingucken, wo wir die Absicht nicht spüren, dass sie uns was andrehen wollen. Deswegen verstehe ich nicht den Erfolg von Influencern in der heutigen Zeit. Dafür bin ich vielleicht auch zu alt, aber ich verstehe nicht. Da sind nicht, wir beide zu alt. Wir verstehen das nicht, ne? Ja, das läuft in einem Rahmen, wo wir keine Antenne für haben. Wahrscheinlich. Und die anderen, sie haben, weißt du, Antennen müssen die gleiche Frequenz haben. Ja. Die haben aber die anderen Jugendlichen diese Frequenz. Deswegen landet das auch direkt bei denen und bei uns nicht. Wahrscheinlich ist es so. So ist es. Ist auch nicht schlimm. Du hast aber jetzt eine Mappe dabei, die ist übrigens vom Format her etwas kleiner als die Werbermappen früher waren. Denn ich bin noch mit Werbermappen im Flugzeug, habe ich probiert, sie immer wieder ins Handgepäck zu bringen. Ei. Das war eine schwere Folter manchmal mit diesen riesigen Dingern. Ja. Was ist in dieser Mappe? Also, ich habe, wir müssen ja nochmal das, was im Video auch war, in dem Teaser. Ich habe immer schon gemalt. Als Kind, Malen war für mich so ein bisschen, ich war auch immer so ein bisschen Einzelgänger. Mich hat das entspannt. Und wenn ich bin ja auch ein Lagerfeld-Interpreteur, der wollte auch Karikaturist werden. Und bis zum Schluss war das sein Liebstes. So wie für mich das auch über die Bühne, da erkennen die Leute mich als Parodist, Entertainer, Imitator, was auch immer. Und ich habe immer gemalt. Und da wollte ins NFT-Geschäft ganz groß einsteigen. Mhm. Mit diesen Bildchen, die man nicht besitzt. Ja. Da gibt es einen gelangweilten Affen, der wird nur 10-mal wie diese Warhol-Sachen verbreitet, bis er irgendwann 20.000 Exemplare hat. Das macht der Computer. Ja. Und dann kaufen das irgendwelche Weltstars, so Piff Diddy oder so. Und dann kostet so ein Ding im Netz als NFT, man kann das nicht erklären, es ist wie Bitcoin. Eigentlich ist es des Kaisers neue Kleider. Es ist nicht vorhanden, aber die Leute geben Geld dafür aus. Es gibt einen Hype. Und dann habe ich gedacht, das mit dem Affen ist ja viel zu langweilig. Dann habe ich Ameisen gemacht. Weil die Ameise ist für mich ein geiles, wenn wir alle weg sind und wenn die Atombomben gefallen sind, wenn die Ameisen die einzigen Lebewesen sein. Spannende Lebewesen. Und habe die dann tatsächlich als Promis gemalt. Marilyn Monroe als Ameise und Elvis und wen auch immer. Man hatte dann irgendwie 50 Ameisen und dann waren diese, NFT hat nicht geklappt, aber dann habe ich mir die in groß auf Acryl gezogen und die fand ich so toll. Da habe ich gesagt, boah, wir wohnen unterm Dach, so viele weiße Wände, das würde ich mir sofort aufhängen. Und dann denke ich, was ich mir aufhängen würde, würde sich jeder andere aufhängen. Ich sagte, ich gehe jetzt zu Galerien. Ja. Da war ich erst bei so Galerien, die solche Acrylbilder haben. Und dann sagte mir Jan Mewes, mein Manager, sagte dann, nee, geh mal zu Walentowski. Die haben Udo Lindberg und die haben Otto. Ja. Und du wärst so der beste Dritte im Bunde. Ja. Dann kam ich mit den Ameisen und das ist ja eine Familie Walentowski. Und dann beim Essen sagt die Angela Walentowski, was hast du denn sonst noch? Ach, da hatte ich dann ein Bild
von Karl Lagerfeld gemalt, wie er ein Matjes hält. Ja. Das habe ich für den Matjes hier in Hamburg, für Kowalke gemalt. Ja. Wurde für einen guten Zweck versteigert. Sagt sie, hast du das Bild noch? Nee, sage ich. Dann mal es doch nochmal. Und genau das nochmal und nochmal und nochmal. Ja. Und da war, das war eine ganz andere Idee, aber wie ich sage, mit der zweiten Türe. Und dann habe ich gemalt. So. Und hier, ich weiß nicht, ob das blendet, also man muss ein bisschen so machen. Genau. Ja, das kriegt man hin. Also das ist jetzt gerade bunte Hunde, das... ich bin sicher, dass die Bunte das nicht abdruckt. Hier sehen wir Olivia Jones und links. Dann habe ich, das fand ich so super, irgendjemand hat einen Witz gemacht. Was ist, wenn eine Klosterfrau mit einem Hooligan zusammenkommt? Non plus ultra. Und da habe ich gedacht, wie geil ist das denn? Da habe ich natürlich gemalt, non plus ultra. Alles Originale. Hier kommen jetzt, das war auch, dann sagte mir jemand, oh, mach doch mal was mit Aperol. Ich hasse dieses Getränk, es ist ein Touristengetränk. Hier. Aperol Spitz. Es wird jetzt kommen. Hier kommt ein absoluter Favorite von meinen Kunden, wenn man so will. Das ist der Limon. Hier muss man gucken. Limoncello. So, ja. Ich halte es mal so. Limoncello, den habe ich mittlerweile 50 Mal gemalt. Ich muss halt wirklich immer neu malen. Also es ist nicht, dass ich was ausmale. Überall ist ein bisschen anders. Kennst du den Menschen mit dem gelben Cello eigentlich? Nee. Der war mal früher bei der TUI. War der mal für Entertainment zuständig. Und der hat ein gelbes Cello. Der spielt immer mit dem gelben, du musst mal eingeben ins Internet, Yellow Cello. Aha. Da gibt es, wenn der das sieht, flippt er aus. Und wenn das Schiff untergeht, kann er sich noch drauf. Ja, kann sich noch drauf. Hier ist Jackson 5. Ich weiß nicht, das ist relativ schnell gemalt. Jetzt kommen neue Teile. Es hieß auch Münster, weil dort wird demnächst auch eine Filiale sein von der Galerie. Und da habe ich gedacht, Todart Münster. Da sieht man... Sehr schön. Es muss immer eine kleine Pointe sein. So, was haben wir noch? Ach hier, der kleine Prinz. Und es sind vor allem ja nicht nur, es sind ja keine Bilder, es sind ja Geschichten. Es sind ja das alles ist, Geschichten. Es ist nichts anderes, als was ich auf der Bühne tue. Ja. Ich arbeite mit Prominenten, ich parodiere sie nicht, sondern ich karikiere sie. Und es muss eine Pointe sein. Da hängen jetzt, ich habe jetzt 85 Motive und die hängen dann in den Galerien und ich bin dann mal so ein bisschen im Hintergrund und sehe, wie die Leute diese Geschichten versuchen zu erahnen. Und dann die beschäftigen sich mit dem Bild. Und ich habe noch was. Ach hier, Lagerfeld. Das ist übrigens nur abgemalt. Ich habe nämlich mal Lagerfeld für den NDR gemacht auf dem Schiffkutter. Und da sah ich wirklich, das ist nur ein Foto, was ich noch mal gemalt habe. Das ist noch mal der Spitz. Und ich habe dir auch was mitgebracht. Ach so, hier, das war das Letzte. Das habe ich gestern gemalt. Ich dachte, mach mal was mit altersschwul. Da sind die beiden, Walter von Stettler. Ja. Und wir haben es ja immer schon geahnt und singen im Whirlpool, im sehr warmen Whirlpool. Ja. Somewhere Under the Rainbow. Ich finde auch schön, dass sie dieses Ding haben. Ach, ich habe noch ein Original. Das nehme ich sogar mal raus. Das ist für dich, habe ich gestern gesagt. Für mich? Heute Morgen noch. Nein. Das Erste, was ich getan habe, fast nackt. Können wir das mal zeigen? So, da ist er. Oh mein Gott, ist das der toll. Der Brandmeister. Siehst du? Du lässt ja auch hier nichts anbrennen. Aber du hast hoffentlich noch viel Löschwasser, das für dich. Vielen, vielen Dank. Das sehr ist gern. Ja toll, da freue ich mich sehr drüber. Großartig. Und ich sehe auch so jung aus. Ja, aber was interessant ist, und das sage ich auch immer, zur Ähnlichkeit, ich habe immer die Zähne vernachlässigt. Ja. Und du hast so eine schöne, so wie eine Panflöte. Ja. Du hast dieses Lachen, weißt du, wo so unten einmal so eine... Der ganze Bogen geht. Was meine Zahnärztin sagt, ich muss diese Schiene tragen, damit sich diese beiden Zahnreihen nicht anpassen. Ich finde, das gehört einfach zu dir. Lass die das nie gerade machen, so, weißt du? Nee, ich möchte diesen Stefan Raab-Zähne möchte ich auch nicht haben. Genau, das macht keinen Sinn. Nein. Wollen wir noch einen weiteren Gast hinzuholen? Wir haben einen Gast, den wir jetzt beide kennenlernen, den wir beide nicht kennen. Aber ich habe ihn schon gesehen und ich finde, er sieht sehr gut aus. Das ist schon mal ein Knaller. Eine spannende Frage gestellt. Ja. Du hast gesagt, es geht um Hochzeiten, um heiraten, ne? Guck mal. Komm einfach rein, schönen guten Morgen. Er macht uns nur noch älter jetzt hier, der junge Mann. So, ach, du, wir müssen mal die Mappe zur Seite. Er verbeugt sich sogar extra für mich. Nee, er hebt nur meine Mappe auf. Das also. Moin, mein Lieber. Schön, ich freue mich, hier zu sein. Hallo, aber den Vornamen weiß ich nicht. Martin bin ich. Das ist mal. Ich bin auch ein Martin, Jörg Martin. Siehst du? So und ist hier die Verbindung New York Challenge übrigens. Es ist wirklich, und das weiß ja, die wenigsten wissen, dass du York heißt. Dass ich mit zweiten York. Vornamen York heißt. Aber nicht York, sondern York. Das ist ganz kompliziert, auch Boris mit zwei R und so. Ne? Ja. Das ist wichtig, sehr lange üben. Wichtig Macherei. Martin, das hast du eine Geburt. War das nicht Wasser auf deinen Mühlen? Oder vielleicht dann bedauern, dass hier sechs potenzielle
Hochzeiten an dir vorbeigegangen sind. Drei ja. bei ihm und drei bei mir. Er ist nämlich Hochzeitsredner. Das wusste ich nicht. Also ich habe ja. das gesehen, aber ich wusste nicht. Ich weiß ja immer nicht, weiß, welcher kommt. Ich habe es eingetragen, aber ich bin ja nicht vorbereitet. Nö, weil ich ja genau wie die Zuschauer, von daher drückt sich die Zuschauer gucken zu, die haben keine Ahnung, was hier passiert. Mhm. Den Jörg, klar, den kennen sie vom Fernsehen, deswegen haben wir einen Trailer gezeigt und sowas alles, aber die kennen dich ja nicht. Sag doch mal, was du machst. Also erstmal freue ich mich über die Einladung, gerne. Auch mit Jörg in einer Sendung zu sein. Das finde ich auch toll. Ich kenne ja nur Helmut Schmidt und solche Konsorten nur ja, über ihn. Ja. Also, die Inge Meisel ist das, was mir am meisten... Genau. Da reden wir nicht mehr über Gebiss. Entschuldigung. Und deswegen freue ich mich, hier zu sein. Und was ich mache, ist, ich bin Hochzeitsredner. Das heißt, ich bin auch gerade in Hamburg unterwegs, weil ich Hochzeitsrednerinnen und Hochzeitsredner ausbilde. In der Hochzeitsredner-Ausbildung. Das heißt, wenn du mal Bedarf haben solltest... Soll ich dir was sagen? Ich war Hochzeitsredner. Und zwar noch vor... am Samstag, nämlich bei meinen Schwiegereltern. Die haben diamantene Hochzeit, ja, 60 Jahre. Da habe ich nicht nur geredet, ich habe ihnen ein Lied gesungen. Perfekt. Und wenn du da noch was zeichnen kannst oder so? Das ja, ist beides habe ich gemacht. Ja, beides. Also wäre auch jetzt, noch was. Jetzt sag doch mal, der Hochzeitsredner an sich. Ja. Wenn du den Leuten das beibringst, dann scheint das ja ein Geschäftsmodell zu sein. Wir beide sind ältere Herrschaften, wir können noch sprechen. Das ist eine gute Nachricht. Gehen können wir auch noch. Also wir können noch reisen. Mhm. Wie ist dieses Geschäftsmodell Hochzeitsredner? Wie geht das? Weil du lernst Paare kennen, die wollen heiraten. Das lernst du wahrscheinlich über Anzeigen oder irgendwie muss man das bekannt werden sozusagen. Mhm. Und was passiert dann? Ich habe ja heute erstmal wieder ein weiteres Geschäftsmodell kennenlernen dürfen. Danke dir und danke euch dafür. Nein. Weil ich mache jetzt so eine Bonuskarte einfach. Ja. In jeder Hochzeit kriegst du so einen Stempel. So? Und dann, die fünfte Hochzeit oder so ist dann ein bisschen gratis vielleicht, so wie beim Bäcker. Genau. Dank Kerstin und Kirsten sind wir raus aus dem Geschäft. Absolut, das muss man sagen, ja. Aber wir sind gute Promoter. Wir werden gute Promoter, ja, auf jeden Fall. Aber sag mal, wie geht das? Du lernst ein Paar kennen, was passiert dann? Also ein Paar hat erstmal die Entscheidung, muss natürlich standesamtlich heiraten, um rechtlich irgendwie miteinander verbunden zu sein. Und hat dann die Möglichkeit, in der Kirche entweder eine Zeremonie zu feiern oder gar keine Zeremonie, einfach nur eine Party irgendwie draus zu machen oder eben eine freie Trauung zu machen. Und dafür brauchen sie keinen Pfarrer, sondern eben einen freien Redner, einen Hochzeitsredner, einen Trauredner. Das bin ich. Das heißt, sie werden irgendwie auf mich, auf uns aufmerksam. Mittlerweile sind über 100 Rednerinnen und Redner bei uns im Team. Wow. Habt ihr so einen Firmennamen irgendwie? Ja, Martin redet. Relativ einfach. Ich bin Martin und ich rede. Und ja. Das ist dann das Team, Martin Geile redet. Geile Idee. Ja. Martin redet, das ist Marketing. Ich dachte, da steckt irgendwie das Wort Hochzeit oder ja, Ehe drin. Aber und du lässt dir noch ein Türchen auf. Nein, ich glaube, er würde auch für Beerdigungen reden. Genau, das ist eine andere Firma dann, die heißt dann Auf das Leben. Da komme ich nochmal zu einem anderen Termin nochmal gerne hier hin. Martin redet deshalb, wir haben mit Hochzeit auch, ich finde Hochzeit so ein blödes deutsches Wort. Irgendwie Hochzeit ist immer so sperrig irgendwie. Wedding ist doch auch gut, gibt sogar in Berlin. Genau. Und Martin redet. So. Wir bilden Hochzeitsrednerinnen und Hochzeitsredner aus. Seit knapp 10 Jahren mache ich das schon und bin damals mehr oder weniger wie die Jungfrau zum Kinde dazugekommen. Das heißt... wie alt bist du denn? Darf ich das mal fragen? Ja, ich muss ja sagen, Boris hat gesagt, er kennt mich nicht. Ich kenne ja Boris schon seit 20 Jahren. Bitte? Das ist verdächtig. Ja, genau. Weil ich 2004, nach dem Abi damals, bei Endemol angefangen habe zu arbeiten. Ja. Ihr habt eben von Endemol gesprochen, das heißt, diese Rauchbüros, die sind mir durchaus noch ein Begriff von damals. Genau. Ja. Und zwar morgens Kaffee, Rauchen, auf telefonieren. Überall aber genau. Auch, ne? Aber da ganz besonders. Ja, genau. Deswegen, ich habe eigentlich seit 20 Jahren auf diesen Tag heute gewartet, endlich hier zu sein. Deswegen freue ich mich umso mehr. Aber du wolltest damals schon moderieren. Da, ein Zeichen. Ein Zeichen. Kommen wir gleich zu. Genau, damals, ne, nach der, wie das halt so ist, nach der Schule sagt man irgendwas mit Medien. So, genau. Kommt dann irgendwie zu irgendeiner Firma, die irgendwas mit Medien irgendwie macht. In Hamburg was? In Köln. In Köln übrigens, 20 Jahre Köln. Ja, siehst du? Ja, okay. und dann kam das so, danach habe ich dann doch was Vernünftiges gemacht, nämlich ein Studium angefangen und dann auch zu Ende gebracht, Kommunikationswissenschaft und Marketing. Und habe dann einige Jahre in dem Bereich gearbeitet und nebenberuflich immer wieder Veranstaltungen moderiert. Mhm. Stadtfeste, Podiumsdiskussionen, Unternehmensfeste etc. Und dann kam ein befreundetes Ehepaar auf uns zu. Meine Frau ist Fotografin, die sollte dann die Hochzeit fotografieren. Und zu mir haben sie gesagt, okay, du könntest doch mal die Rede halten. Wir finden keinen Hochzeitsredner, der so zu uns passt. Ja.
Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ihr mir das zutraut, dann muss ich mir das wohl selbst auch irgendwie zutrauen und habe dann erstmal irgendwie recherchiert, was es da so gibt, woran ich mich orientieren kann. Aber eben, da war sehr viel, erstmal gab es damals noch keine Hochzeitsredner-Ausbildung und da war sehr viel, ja, mit Herzchen hier und Glitzer und Feenstaub da und so. Ich dachte, ja, kann ich irgendwie nicht so, da stehe ich irgendwie nicht so dahinter, da kann ich nicht so gut verkaufen. Also kein Kitsch, ne? Ja, genau. So, deswegen heißt die Firma dann auch Martin Redet, weil ich mich so auf das Wesentliche beschränkt, ohne Glitzerherzchen und so. Genau. Und dann habe ich das gemacht und das hat extrem viel Spaß gemacht. Mir selbst, dem Brautpaar und auch dem Publikum, weil dann kamen dann zwei Paare unabhängig voneinander direkt nach dieser Hochzeit auf mich zu und haben gesagt, hey Martin, das hat uns gerade mega gefallen. Mhm. Wir heiraten nächstes Jahr, willst du unser Redner werden? Und das war so der Startschuss. Dann, dann kamen immer mehr Anfragen, habe ich eine Internetseite gemacht und es waren immer mehr Anfragen dann von Paaren aus ganz Deutschland und auch von Menschen, die gesagt haben, ich möchte auch Hochzeitsrednerin werden, kannst du mir zeigen, wie das geht? Mhm. Und dann waren wir damals die Ersten überhaupt deutschlandweit, die eine Hochzeitsredner-Ausbildung angeboten haben. Mhm. Keine Idee. Machen das mittlerweile in Köln, wo ich dann jetzt wieder zu Hause bin und in Berlin sind wir, in Stuttgart, in München und eben auch in Hamburg. So. Und jetzt pass auf, jetzt kommt der Werbeblock extra für dich. Ja. Und zwar spontan der Werbeblock. Wo habe ich eine Kamera? Kann ich eine Kamera haben, bitte? Liebe Zuschauer, wenn ihr euch mit dem Gedanken tragt zu heiraten, und das ist ein Kapitel aus meinem Buch, was ich niemals schreiben werde, dann macht nicht, never, ever, niemals, nie einen Fehler. Und nehmt den besten Freund des Mannes oder die beste Freundin der Frau als Hochzeitsredner. Ich habe das erlebt auf einer Hochzeit, wo ein wirklich vermeintlich lustiger Freund, dann der schon sehr lange mit dem Ehemann bekannt ist, der hat dann angefangen, in ganz vielen farbenfrohen Details zu schildern, welche Verfehlungen dieser arme Mann in seinem Leben alle schon begangen hat. Es wurden alle Ex-Freundinnen aufgezählt, es waren peinlichste Geschichten. Es ging um Durchfall im Wald, Freunde, ihr macht euch keine Vorstellung. Die Hochzeitsgesellschaft saß da und hat peinlich betreten auf den Fußboden geguckt. Er selbst war über sich und über seinen Auftritt unfassbar begeistert. Ja, das zog sich auch ordentlich in die Länge. Und ich kenne keinen einzigen, der bei dieser Veranstaltung war, der nicht hinterher gesagt hat, es war so dermaßen furchtbar. Und deswegen finde ich den professionellen, und das ist ja Entertainment, ist, viele glauben, das hat was mit Genie, das hat was zu tun, zu 90% ist Entertainment harte und fleißige Arbeit. Und tatsächlich ist es auch noch so, je mehr man es macht und je länger man es macht, desto besser wird man. Ich glaube, wir sind alle wenn wir gucken, wie wir angefangen haben, Uli Carrell wird ja immer zitiert, auch von meinen Kollegen, mit dieser eine Spruch, der ist immer stimmt. Ja. Also, was du aus dem Ärmel schüttelst, musst du vorher da rein tun. Ja, ja. Genau so ist es. So genau ist es. Ich habe ihn schon etwas gefragt, diese Frage, die mich sofort interessiert hat, weil er sieht gut aus. Und ich weiß auch, dass er, was wichtig ist, sich vorher schon mal mit dem Brautpaar trifft, um mal so ein bisschen zu hören, damit es persönlich muss wird. Muss er ja, genau. Ich habe mir gerade, das ist ein geiler Film, sehe ich da vor mir, dass sich die Braut bei diesem Gespräch in ihn verliebt. Und, das, und was das für Konsequenzen hat hinterher dann bei der Hochzeit. Ich glaube, es gibt diesen Film. Nur nicht mit einem männlichen Prozessor, sondern mit einem weiblichen. Gab es nicht sogar Wedding Crasher oder so? Irgendwie sowas gab es. Es gab einen Film mit einer amerikanischer Film. Das war so, ne? Mit einer Freundin, mit der besten Freundin, die dann aber die Hochzeitsrednerin sein soll, aber dann leider mit diesem, da gibt es was. Ich glaube, da gibt es was. Genau, weil ich spiele in diesem Film noch nicht mit. Also ich bin ja hier sozusagen. Heißt, du bist bereit. Ja, ich mache auch immer in den Gesprächen extra immer hier das Schild. Merkst du auch bei solchen Vorgesprächen, wie weit du, ich sage mal auch im Service, ne, wenn Leute so in so einem, ich war jetzt gerade mal wieder mal sehr gut essen und dann merke ich, dass die mit uns ganz locker arbeiten, mit meiner Frau und mir und am anderen Tisch sich ganz total zurücknehmen, weil sie merken, bei uns dürfen sie. Merkst du, ob jemand so verklemmt ist und sagst, ich kann da jetzt, bei der Hochzeit darf ich jetzt nicht so lustige Sachen machen, sondern ich muss da, der will lieber das Klassische. Ja, man muss natürlich flexibel sein, um irgendwie auf sein Gegenüber gut eingehen zu können. Allerdings bin ich immer ein Freund davon, seinen Stil nicht zu verändern. Das heißt,
Ich muss jetzt nicht sozusagen nur, also komplett anders mich geben, nur weil also jemand anders ja ist. Dann bin ich halt nicht mehr der Martin, sondern dann irgendwie könnte auch jemand anders nehmen. Hat es mal einen unabsichtlichen Lacher gegeben, wo du irgendwas versprochen hast oder irgendwas gesagt hast? Das ist ja sowieso, natürlich, ich treffe mich vorher mit dem Brautpaar. Wir treffen uns ganz entspannt. Das heißt, übrigens müsst ihr nicht eine andere Frau nochmal heiraten, ihr könnt die gleiche Frau nochmal euer Eheversprechen erneuern. Ja? Also das heißt, das ist mein Tipp so vielleicht, ne, wenn ihr Kein würde ich glatt nochmal machen. Könntest du machen, das Ding ist das, erstens, wenn wir zusammen buchen, gibt es einen Rabatt. Zweitens, wer ja zum zweiten Mal heiratet, nicht original heiratet, bekommt ja unter Umständen auch da nochmal einen zusätzlichen Rabatt. In der heutigen Zeit Rabatte, weniger netto für brutto, Riesenthema. Aha. Riesenthema, Geschäftsmodell. Wenn wir beide das für andere Leute buchen und gehen dann zu ihm, können wir ein Massenpaket abschließen. Auf jeden Fall. Ich sehe ganz, ganz viele ganz großes Bild. Ich sehe ganz großes Bild. Gibt dir noch ein paar Promocodes und Gutscheine. Ja, genau. Also, ich denke an den Witz, wo jemand sagt, ich war da ein Fremdgeher, kriegt auch bei Rewe trotzdem noch Träume. Oh Mann. Wie kam er jetzt da drauf? Also, lustig. Ich treffe mich ja mit denen ganz entspannt. Wir essen, wir trinken, wir quatschen. Wir gehen so auf Zeitreise durch die Beziehung. Wann habt ihr euch kennengelernt? Ach, was sowas ist seitdem wichtig, passiert? Genau. Damit es eben eine sehr individuelle, sehr persönlich auf die Leute zugeschnittene Rede wird. So. Und dann schreibe ich die Rede. Sehr individuell, sehr persönlich. Aber es kann natürlich sein, dass ich beim Präsentieren irgendwie mal der Name verwechselt wird oder ein falscher Name kommt. Und das weg. Dann war es nämlich dann vor ein paar Jahren tatsächlich, sie hieß Sonja, er hieß Sven. Ja, und ich hast du Sven ja gesagt. Ja, ist ja naheliegend. Ja. Ne? Und dann habe ich gesagt, aber zum Glück ist mir irgendwann aufgefallen, so nach dem dritten Mal oder so. Ich sagte, oh, habe ich gerade Sven ja gesagt? Und dann hieß es mir, ja, zum dritten Mal. Ich sage, ja, okay. Ja, aber das ist schön, weil dann habe ich seitdem, immer wenn ich Svenja sage, dann meine ich ja beide. Das ist sowieso ein Symbiose sozusagen. Genau. Ne? Also man muss nur, also Fehler. Und es ist besser als Sonnen. Du Fehler hast es, machen, hast es super schön begründet. Ja, Fehler machen ist, gehört irgendwie dazu und finde ich auch total so natürlich. Und die Frage ist nur, wie geht man mit den Fehlern um? Man könnte genauso gut, ne, wenn du dich hier versprichst und irgendwas den Faden verlierst, dann kannst du sagen, oh scheiße, Entschuldigung, oder du gehst irgendwie locker charmant damit um. Und ich glaube tatsächlich, also erstmal ist es, glaube ich, wichtig zu wissen, deswegen ist dieser neutrale Hochzeitsredner super gut für jede Hochzeit, weil das Publikum ist ja nicht das Brautpaar, das Publikum sind ja die Gäste. Und eigentlich will das Brautpaar nur eins, dass die Gäste glücklich sind. Und wenn da jemand steht, der sich auskennt und das gut verkauft, ist es gut fürs Brautpaar, auch wenn es nicht 100% dem Brautpaar Wunsch oder wenn es nicht alles 100% passt. Aber es geht einzig und allein um das Publikum. Und der Experte in Sachen Entertainment wendet sich an sein Publikum. Natürlich ist das Brautpaar auch das Publikum, aber es geht immer darum, die zu begeistern. Und wenn du was falsch machst, und das ist so, beziehungsweise wenn was anders läuft, dann bleiben die Sachen länger im Herzen. Ich habe ein schönes Beispiel. Wir waren bei einem Konzert in Brooklyn in New York vor ein paar Jahren, und zwar von Madonna. Und dann, also war erstmal eine spannende Anreise, so mit der Bahn und von Manhattan nach Brooklyn und dann zu Fuß gehen durch die dunkle Gegend und wenig Menschen und gedacht, ob das überhaupt noch alles stattfindet. Dann waren wir vor diesem wunderschönen, uralten Theater. Herrliches, altes, richtig so mit Gold und Rot und alles, was dazugehört. Und dann stehen da eine Security vor der Tür und nehmen die Handys weg. Wir haben voll Schock gehabt. Das war voll das Ding, ach du Scheiße, wir sehen Madonna und wir haben kein Handy dabei. Da hat er es weggenommen, dann kam das in so eine, musstest du ausschalten, kam in so eine Plastiktüte, kamst du nicht mehr ran. Jeder hat sein Handy wieder zurückbekommen. Wenn du fertig bist, wenn das Konzert fertig ist, kannst du das wieder umtauschen. Ach, das wäre schön, wenn das so wäre. Pass auf, dann sind wir da reingegangen, schon so eine Krawatte. Ne? Dann kam Madonna 1,5 Stunden zu spät. So eine Krawatte. Und dann hat das Konzert angefangen. Und es war eines der tollsten Konzerte, die ich in meinem ganzen Leben jemals gesehen habe. Das war persönlich, das war nah, das war live, das war richtig zum Anfassen. Du findest es nicht bei YouTube, weil keine 100 Leute... Null! Du findest es nicht bei YouTube. Ich erzähle das ständig und jeder sagt zu mir, zeig mal Bilder. Ich habe keine Bilder. Aber weißt du was? Es ist hier drin und es ist hier drin. Ja. Und was im Kopf und was im Herzen ist, ist mehr wert. Und wenn sich jemand verspricht und wenn jemand dreimal Svenja sagt, anstatt Sven und Sonja, dann ist das eigentlich zwar... Jetzt mal, man könnte jetzt sagen, ist ein Fehler, aber im Herzen aller Menschen, die da sind, ist diese Hochzeit mehr in Erinnerung, als sie ohne das gewesen wäre. Fertig, das war's. Was war das älteste Paar? Das älteste Paar, das ist nämlich, wie alt seid ihr jetzt? Wie alt bist du? Ich bin 64. Ja, noch älter. Noch älter. Ja, das ist ja noch kein Alter, bitte. Noch älter. Geht das überhaupt? Wir wollen wissen, ob es doppelt so alt war. Ja. Als Perspektive. Die waren 72 und 74. Oh, okay.
und haben dann, die leben schon seit 40 Jahren zusammen. Ach so. Ja. Und haben dann gesagt, okay, wir wollen aber, wir wollten immer eigentlich heiraten, nur hatten die Zeit dafür oder das Geld dazu. Ja. Und jetzt haben wir eine große Familie und möchten eine Familienfeier da machen. Und dann ist es auch wurscht, egal, ob die 74, 72 oder 64 oder 34 sind, weil das hat man jetzt denen angesehen, dass sie jetzt nicht mehr 34 sind, aber mir persönlich ist auch egal, wie alt die Leute sind, sondern eher, wie die miteinander umgehen und wie die so drauf sind. Das ist so das, was mir dann in der Zusammenarbeit wichtig ist. Wie ist dein Leben sonst so? Ich frage das, weißt du was, weil ich frage das deswegen. Selbst verheiratet übrigens. Ich frage das deswegen, weil im Gegensatz zum Zahnarzt, ja, mir tut meine Zahnärztin total leid. Weil meine Zahnärztin, also ich bin ein Zahnarztphobiker sozusagen, ja, und das gibt echt Gründe, ernsthafte, ganz furchtbare Gründe. Und ich habe die Hosen sowas von gestrichen voll und ich sehe beim Zahnarzt immer Menschen, die die Hosen gestrichen voll haben eigentlich. Und du hast den ganzen Tag, habe ich dann immer gedacht, als Zahnarzt, immer diese Menschen, die... Also so, ja, sitzen. Ja, oder Menschen, die irgendwie alles besser wissen oder sowas. Es ist ja irgendwie ist ja schwierig, mit so einer Art von Stimmung umzugehen. Ja. Sie hat glücklicherweise mir Valium gereicht jetzt immer vorher, wenn ich da hingehe. Ich habe keine Ahnung. Nee, das habe ich mich nicht getraut. Nein, also auch Angst. Bei der Darmspiegelung. Also genau, ja. Auch das habe ich mich nicht getraut. Aber auf jeden Fall, die Zahnärztin, wenn sie mir Valium gibt, dann sind wir beide relativ gut gestimmt. Also nimmt sie mit. Ich besser auch. Solidarität, ist so klar. So genau. Klar. Und bei dir ist es ja genau das Gegenteil. Weil du hast ja eigentlich nur mit Menschen zu tun, die in einem extrem besonderen, besonders tollen und einzigartigen Tag ihres Lebens. Da bist du immer mit dabei. Du inhalierst dein ganzes Leben lang positive Stimmung. Ja, das Schöne ist, ne, die sind alle freiwillig da, oder die meisten sind da freiwillig. Und sind da natürlich total euphorisch und aufgeregt, weil sie auch nur das Beste wollen an dem Tag. Und man selbst als Hochzeitsrednerin oder als Hochzeitsredner ist natürlich auch nervös vor jedem die Auftritt. Die Verantwortung, die man hat für diesen besonderen Moment. Genau, aber das Schönste ist, man ist am entspanntesten von allen, weil alle anderen, die da sitzen, sind noch mal nervöser, weil die emotional mit den Leuten du verbunden sind. Du musst denen die Sicherheit geben. Und deswegen kannst du denen auch die Sicherheit geben, weil das ist kein kritisches Fachpublikum, was dann nachher kommt und Fragen stellt und ganz kritisch dich anguckt. Weißt du, was auch schön ist? Sie haben keinen Vergleich. Sie sagen nicht, ach, letzte Woche der Hochzeitsredner, der war aber besser. Du hast den großen Vorteil gegenüber mir als Künstler. Die sagen aber, der Ralf Schmitz ist lustiger und der Markus Krebs. Die sagen, der Hochzeitsredner, ich habe schon 20 bessere gehört. Nein, du hast den Vorteil. Und weil du eben gesagt hast, das Publikum ist natürlich auch Hauptansprechpartner oder Zielgruppe. Weil das Brautpaar natürlich in so einem emotionalen Tunnel ist. Mhm. Ich weiß nicht, ob die, hast du auch Feedback bekommen von dem Brautpaar, wie die Geschichte mit den Anekdoten, kotzenden Geschichten irgendwie kam? Nee, habe ich nicht, weil das war ja sein bester Freund und ich habe da natürlich nie wieder nachgefragt und nichts. Aber kein anderer hat gefragt. Ja, genau, ich kann mir gut vorstellen. Und ich glaube nicht, dass er es lustig fand, null. Aber das ist dann immer so eine verzerrte Wahrnehmung. Brautpaar findet das erstmal alles toll, weil, es ging ja irgendwie um uns. Ich habe zwar nicht genau verstanden, was der Redner gesagt hat, aber ich glaube, das ging um uns. Und das Publikum guckt beschämt auf den Boden. Ja. Also ich glaube, es war der Stimmung deswegen auch nicht zuträglich, weil wenn die Braut erzählt bekommt, dass die großbrüstige Miriam ja damals seine große Favorite war, an die er nie rangekommen ist, ganz schlecht. Naja, ganz schlecht. Okay. Er fand es saulustig. Ja. Und dann siehst du den Ehemann da, den zukünftigen, siehst du da sitzen, der so weil er weiß, er erzählt den Scheiß, den er sonst immer in der Kneipe im Suff erzählt. Das ist nämlich die Gefahr. Viele Brautpaare denken so, wir nehmen jetzt einen guten Freund, weil der kann ja besonders persönliche Geschichten erzählen. Genau. Aber dann ist genau die Situation, ist das ein guter Freund von beiden gleichzeitig? Habt ihr beide gleichzeitig den kennengelernt? Ja. Oder meistens ist es so, dass einer der beiden den schon 10, 20 Jahre länger kennt und der natürlich ganz andere Geschichten erzählt. Natürlich. Und dann hast du die Situation, dass es dann zu diesen peinlichen Fremdschämen-Momenten kommt. Deswegen ist es immer besser, nochmal kleine Werbung, einen externen Hochzeitsredner zu nehmen, der so ein bisschen von oben drauf schaut und beides im Gleichgewicht hält. Es ist genauso, für mich ist es genauso wie auf meiner Hochzeit sollte ich nicht kochen, weil dann würde es Frankfurter grüne Soße geben mit Kartoffeln, die vielleicht nicht ganz durch sind. Da hole ich mir lieber einen Koch oder ich gehe in ein Restaurant. Und das ist, glaube ich, bei der Rede genau das Gleiche eigentlich. Das geht darum, du musst jemanden haben, der sich darauf konzentriert, der weiß, wie es geht, wo du eine Sicherheit hast, dass es läuft. Fertig, aus. Ich habe einen Trick angewandt. Ich war auch bei meiner ersten Hochzeit jemand anders. Weil ich habe der ersten Frau, habe ich das Brautkleid entworfen. Ich fand so eine Hochzeit, man muss selber ein bisschen was machen. Dann war sie und das wurde so geschneidert, sie war nämlich schon im dritten Monat, dass man das nicht sah. Sie war insgesamt so schlank, dass man das auch keiner, nicht mal die Familie. Wir haben gefeiert im Essener Stadtwald in so einem kleinen Restaurant
Und die ganze Familie war da und niemand wusste, dass sie schwanger ist. Natürlich wusste ich das. Ja. Und ich dachte, an der Hochzeitsfeier muss man es auch verkünden. Dann hatte ich damals noch eine Sendung im ZDF und ein Maskenbildner, der hatte im Namen der Rose alle Mönche gemacht und so. Und ich habe gesagt, bitte, mach mich zum Miss Doubtfire. Das darf aber nur 10 Minuten dauern. Ja. Da hat er den Vaton gehabt, dieses Dings. Mhm. Heute könnte ich das wahrscheinlich ohne. Mhm. Und die Brüste und die Perücke und alles. Und, die Strickjacke. Und dann kam ich, dass ich mal weg war, war bei 60 Gästen nicht mehr so zu sehen. Nach 10 Minuten kam ich dann da raus, da kam so eine Musik eingespielt von Miss Doubtfire und ich komme raus mit diesem Kostümchen und sah extrem aus wie die Miss Doubtfire, ja, mein Lieblingsfilm. Und dann habe ich, hallo, ich wollte mich bewerben als Kindermädchen und habe dann einen Vortrag gemacht. Und das war so entzückend. Ich bin wieder raus, wie Aschenputtel, wieder verschwunden. Meine Mutter kam, als ich dann wieder schnell ab, als weg, ja, dann setzt mich dahin und sagt, du hast was verpasst, sagt sie zu mir. Nein. Ja, du hast was verpasst. Und da gibt es wunderbare Bilder. Und haben Sie es denn verstanden? Hat das die Gesellschaft verstanden? Also manche haben es verstanden und es war dann so ein bisschen stille Post und am Ende war der Groschen gefallen und alle haben applaudiert und toll und super, sie bekriegen. Und immer ein bisschen Witz bei der, hier, das ist übrigens auch ein Hochzeitserlebnis mit meiner jetzigen Frau. Wir waren hier bei Wempe und dachten, unsere Ringe, die haben wir auf Sylt machen lassen, da muss ja irgendwas reingraviert werden. Wir haben doch Zeit, was kostet das? Und dann, was soll man denn reingravieren? Ich denke, unsere Namen, wenn wir die jetzt, müssen wir ja nicht, wir wissen ja, wie wir heißen. Ja, noch wisst ihr. Ja, eben. Ja. Das Datum, okay. Telefonnummer, Steuernummer. Und dann meine Frau und ich im selben Moment sagen, wir passen da so gut zusammen. Wie? Okay, das sollen wir. Und haben wir es gesagt, danach haben die, standen die lachend, nach 2 Stunden haben wir es abgeholt, lachend stand die ganze Besatzung da und sagte, Herr Knör, das war so lustig, das haben wir noch nie graviert, das kriegen Sie jetzt umsonst. Ja. Also, wir passen zusammen wie Eimer. Ja, Arsch auf Eimer. Genau, ja. Bei meiner Frau steht Eimer drin und bei mir steht tatsächlich, man kann es jetzt in die Kamera zeigen, man sieht es glaube ich nicht, dann hätten meine Finger sind nicht pedikürt. Da steht wirklich Arsch drin bei mir. Ja, geil. Finde, und das muss sein. So muss stell dir vor, in 100 Jahren, na sagen wir, in 200 Jahren, ja, findet irgendjemand auf irgendeinem Ring. Friedhof diesen Ring und sagt, das war eine magische Zeit. Das ist der Arsch, von dem alle sprechen. Genau. Ja, mein Ring, guck mal, da sind ganz viele Buchstaben drauf. Und die Leute fragen sich ganz oft, was steht da eigentlich? Ja, da kannst du jedes Wort irgendwie zusammen. Genau, es sind ganz viele Buchstaben. Aber in Wirklichkeit steht da unkaputtbar. Ach so. Ach, gut. Und unkaputtbar war damals der Spruch, den sie erfunden haben für die Plastikflasche von Coca-Cola. Ja, genau, richtig. Daher kommt das Ganze. Ich habe Get Lucky hier drin. Das ist auch eine sehr schöne Idee. Get Lucky, sehr schöne Idee. Ewige Aufforderung, ne? Ja, oder? Dann zum Glück. Genau. So, jetzt müssen wir konzentriert, liebe Regie, Obacht, Freunde deutscher Beatmusik, Obacht und aufgepasst. Wir haben 8.09 Uhr, ich bin ein bisschen spät, aber das macht ja nichts, weil wir haben ein spannendes Gespräch geführt. Ich möchte bei euch bitten, die Nachrichten abzuspielen, damit wir die wenigstens noch mal sehen können. Dankeschön. Genau.